Und so fließt eine ganz besondere Frequenz zu dir. Eine weißkristalline Energie. So klar, so rein. Eine so hohe Schwingung, die aus dem kristallinen Feld kommt, um mit deiner Seele zu kommunizieren. Es ist die Energie der Zukunft, die sich jetzt in dir verankern möchte. Spürst du diese neue Kraft, die heute mit dem 11.11. zu uns fließt? Ich möchte dir in diesem Video eine Lichtbotschaft weitergeben, eine interessante Unterhaltung, von einer interessanten Unterhaltung erzählen, die ich gestern Abend erfahren durfte. Die Sprache des Lichts. Das Licht kommuniziert. Und so spricht es mit deinem Seelenlicht. Und so hat dieses Licht gestern mit mir, mit meiner Seele kommuniziert. Und diese Lichtbotschaft habe ich mir notiert und ich möchte dir diese heilenden Worte weitergeben. Und so freue ich mich, dass du da bist. Schön, dass du nun eingeschaltet hast und dass du dich für die Lichtbotschaft aus der geistigen Welt öffnest. Der Geist, das Wesen der Zeit. Ja, mit dieser Frequenz, mit dieser Energie habe ich gesprochen. Und in dieser Verbindung öffnet sich ein kristallines Feld. Und du darfst nun dich in dieser heilsamen Frequenz einfinden, dein Bewusstsein, deinen Geist für diese Lichtbotschaft öffnen. Und vielleicht möchtest auch du mit diesem Licht kommunizieren. Und wie die geistige Welt jetzt mehrmals gesagt hat, willkommen im Licht. Du darfst in dein eigenes Licht eintreten. Du darfst dein eigenes Licht in dir spüren, deine Seelenverkörperung, deine Liebe. Und so habe ich in einem Video zuvor erzählt über diese drei Flammen der Liebe, die Flamme der Selbstliebe, der Nächstenliebe, der kosmischen Liebe. Und so fühle ich, dass die vergangenen Wochen sehr herausfordernd für uns waren. Die vergangenen Wochen haben uns aufgefordert, die Flamme der Selbstliebe zu entzünden und in unserer Liebe uns einzufinden, in unserem eigenen Licht, damit wir unsere Vollkommenheit spüren und uns auch als vollkommene Wesen erkennen. Es ist so eine bedeutsame Zeit, die wir derzeit erleben. Und ja, es ist herausfordernd, auch für mich. Die letzten 2 Wochen waren sehr energetisch für mich herausfordernd. Und wieder geht es darum, in die Tiefe zu gehen, zu reflektieren und alles in das Licht zu bringen, damit wir es mit unserer Liebe integrieren können. Und aus diesem Aspekt, möchte ich zu dir sprechen. Erkenne das Licht in dir, deine Vollkommenheit und stehe für dich ein. Du darfst für deine Herzenswünsche brennen. Du darfst dieses Feuer in dir spüren, diese Mission, die dich hier auf Erden gebracht hat. Diese feurige Kraft, die immer mit dir ist. Und so zeigt es sich, dass einerseits wir lernen durften,
unseren Raum einzunehmen, uns selbst einen Platz zu geben hier auf Erden, uns selbst zu ermächtigen. Und wir werden Stück für Stück mehr und mehr in unsere Eigenermächtigung geführt. Ja, und da ist auch der Geist der Zeit in Verbindung. Und diese Essenz führt uns in das kristalline Bewusstsein, in unsere Herzenskraft. Und so möchte ich dir sehr gerne diese Lichtbotschaft vorlesen. Und anschließend folgt noch ein Channeling und eine Energieübertragung. So bitte ich dich, öffne dich für diese Botschaft und empfange es mit deinem Herzen. Und so spricht die Energie der Zeit. Du spürst, der Augenblick ist gekommen, um Inventur zu halten, um durch dein fühlendes Sein zu prüfen, was tatsächlich deiner Bestimmung entspricht. Es zeigt sich, dass manche Menschen, Situationen, der Arbeitsplatz, dass manche Menschen sich aus deinem Feld lösen, manche seelischen Vereinbarungen sich erfüllt haben. Kein Weg führt daran vorbei, diese Tatsache anzuerkennen und weiter zu wachsen. Wir dürfen geistig flexibel sein und uns stetig weiterentwickeln. Die Seele fühlt eine neue Energie, wie das sanfte Empfinden eines Kindes im Mutterleib, unsichtbar für das Auge, jedoch spürbar für uns. Es ist eine zarte, kristalline Energie, die aus den kosmischen Ebenen zu uns strömt. Sie kommuniziert direkt mit deinem Herzen. Sie erfrischt unseren Geist und unser Gemüt nach den Anstrengungen, die wir in den vergangenen Wochen, vielleicht sogar Monaten erfahren haben. Ein Neuanfang kündigt sich an und wir erkennen, warum sich bestimmte Wege trennen mussten. Diese ganz bestimmte Energie bringt Wachstum und vollkommene Seelenübereinstimmung. Sie kommuniziert mit deiner Seele auf einer Ebene, die so erhellend, inspirierend und klärend ist. Plötzlich erfährst du Klarheit und Ruhe auf gewisse Fragen, die du dich vielleicht in den vergangenen Wochen gestellt hast. Heute möchte ich dich mit dieser weiß-kristallinen Essenz der Zukunft verbinden. Und damit verbindest du dich mit dem kristallinen Feld und mit dem kristallinen Menschen, der du bist. Die Sommermonate haben uns auf diesen Moment vorbereitet. Im Sommer zeigte sich die Kraft unseres inneren Seelenfeuers, das wir zu navigieren lernen. Doch das Feuer kann nur durch innere Klarheit und Stabilität gelenkt werden. In dieser Zeit werden wir von unserem Wasser geführt, von der Tiefe unserer Emotionen. Unser Feuer fordert. Welche Gefühle liegen im Verborgenen? Welche Gefühle sind unterdrückt, versteckt? Denn das Seelenfeuer duldet keine Kompromisse mehr. Du fühlst eine innere Aufforderung, Klarheit und deine Wahrheit zu finden. So zeigen sich gewisse Trigger und die Emotionen steigen an die Oberfläche. Und in Verbindung mit unserem Feuer können diese Emotionen explosionsartig hervortreten. Missverständnisse in Beziehungen können die Folge sein. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu meiner ursprünglichen Aussage. Überprüfe, was deiner Seelenwahrheit entspricht.
Überprüfe, was mit deiner Seelenflamme, deiner Selbstliebe in Übereinstimmung ist. So kannst du Feuer und Wasser vereinen, indem du in die Tiefe deiner Seele blickst. Und so möchte ich dich jetzt mitnehmen auf eine Bewusstseinsreise, um mit dieser kristallinen Struktur zu kommunizieren und die Kräfte in dir auszugleichen, sodass du dich in deiner Vollkommenheit wahrnehmen kannst, sodass du dich in deinem eigenen Licht erfährst. Elona temai echantuna. Und so schließe deine Augen und visualisiere dir ein goldenes Portal. Dieses Portal führt dich. Es verbindet dich mit unserer kristallinen Struktur, unserer kristallinen Erde. Und so gehe nun langsam auf dieses Portal zu. Und wenn du genauer hinschaust, siehst du, wie eine strahlende Sonne durch dieses Portal wirkt. Und du siehst ihre Energie und die Lichtstrahlen, die dich willkommen heißen, die dich einladen, jetzt durch dieses Portal zu schreiten. Fühle diese Sonnenstrahlen, wie sie dich einhüllen. Und nun setze den ersten Schritt. Gehe. Gehe mit deinem Seelenmut, deiner Seelenflamme durch dieses Portal. Schreite voran. Halte dich nicht zurück. Brenne für deine Träume, für deine Mission und Vision. Und rufe diese weißkristalline Essenz, eine Essenz aus der Zukunft, die bereit ist, mit dir und durch dich zu wirken. Sie ist so klar, so fließend und in Übereinstimmung mit Herz und Seele. Beobachte wie ein weißkristallines Licht, welches du eben noch die Seele gerufen hast, zu dir fließt. Du spürst, alles geschieht mit einer Lichtgeschwindigkeit. Doch kann es sein, dass du bereit bist, dass deine Seele bereits alle Vorkehrungen getroffen hat, um heute dieses Licht zu empfangen? An diesem Ort zwischen Zeit und Raum, zwischen den Welten, Dimensionen befindest du dich und das kristalline Licht verbindet sich mit deinem Herzen. Und so erfüllt es dich. Es ist der Geist der Zeit, unserer neuen Erde. Du spürst diese Verbindung, die Kommunikation. Und so erlaube, dass dies weißkristalline Licht durch dich wirkt. Fühle es in deinen Handflächen, bei deinem dritten Auge, dein Kronenchakra. Fühle die lichtvolle Präsenz von deinem Selbst. Fühle deine eigene kristalline Struktur und bekomme ein Gewahrsein über die Größe deiner Seele.
Fühle dein Licht. In deinem Licht besteht kein Zweifel mehr. Kein Trennungsgedanke hat in deinem Lichtfeld Platz. Alles, was du nun erfährst, ist deine eigene Liebespräsenz, deinen göttlichen Funken. Angebunden, verbunden mit den göttlichen Ebenen, so wirst du selbst zu einem Lichtportal für Heilfrequenzen, die dich jetzt erreichen. Ella tenare ikha tuk atana, mahite eun atamai ikhantu, Ella tenai ma e tena. Eantina Machate. Spüre die neue Erde in dir. Spüre dein neues Wirkfeld. Alles ist so unberührt, so klar, so rein. Und nun erschaffe. Aus diesem Bewusstsein. Spüre deine eigene Kraft. Und so darf die Seele wieder zurückkehren in das Hier und Jetzt und alles mitnehmen an Lichtinformation, was es benötigt, um deine Vision in deinem jetzigen Feld zu verankern. Alles da in das Jetzt fließen. Aname echad ete. So öffnest du dich und schöpfst aus dieser Kraftquelle, diese lichtvolle Essenz, die nun mit dir und durch dich wirkt. Das Licht ist geboren. Danke. Das Christuslicht verankert sich. Ja, meine Lieben, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich spüre die Wärme im ganzen Körper und ich fühle diesen Neubeginn. Und ich hoffe, du auch. Schreib mir gerne Kommentare. Und ja, ich freue mich über einen regen Austausch. Gerne kannst du auch zu meinem Telegram-Kanal kommen. Du kannst auch meinen kostenlosen Newsletter abonnieren. Diesen findest du auf meiner Homepage, sowie auch Mentoringplätze sind ab Jänner wieder zur Verfügung. Du kannst dich sehr gerne anmelden. Und das nächste Webinar, das nächste Live-Webinar, findet am 15. Dezember statt, die Mahatma Energie. Ich habe den Termin gewechselt, also bitte achtsam sein, und Get Connected findet Ende des Monats statt. Also auch da haben sich die Termine verändert. Get Connected ist ein Abend mit der geistigen Welt und die Gruppe, die sich einfindet, die bekommt eine Lichtbotschaft aus der geistigen Welt zu dem Gruppenthema und da fließen natürlich auch immer Heilfrequenzen mit ein. Und es ist auch immer sehr erhellend, inspirierend. Und die Mahatma-Energie findet am 15.12. statt, ein Webinar, wo ich eingeführt wurde in dieses Bewusstseinsfeld, begegnet einem inneren Heiler und in Verbindung mit der höchsten, reinsten Quellenergie. Und es ist ein Webinar, was mein Herz zum Singen bringt. Ich bin voller Freude, dass ich von der geistigen Welt in dieses Feld eingeführt wurde
Und dass sich da so vieles an Informationen, dass da so vieles an Informationen zu mir geflossen ist. Und ich freue mich, dir diese Heilfrequenzen und Informationen weiterzugeben. Und wenn du da auch diese Energie spürst, diese hochschwingende, liebende, kraftvolle Christusenergie, dann kannst du dich auch sehr gerne anmelden. Alles Weitere findest du auf meiner Homepage. Ich freue mich, wenn du mich unterstützt, meinen Kanal abonnierst. Ich danke dir auch über eine wertschätzende Spende und ich sage alles Liebe, danke dir und bis zum nächsten Mal. Aloha, Nicoline Maela.